Wir bekommen jetzt noch die Entwicklung heute. Richtig nice. Bitte, lass es irgendwas Geiles werden. Irgendwas richtig Nices. Bitte, verarsch mich nicht schon wieder. Bitte, gib mir irgendwas Nices. Es ist ein Tentantel? Okay. Also, es ist besser als, naja, Harpy-Tag. Das muss man schon sagen. Frage ist halt, auf welches Level wird es jetzt wieder zurückgesetzt? Es ist auf Level 20 geblieben. Perfekt. Vom Typen Pflanze nur? Ist es dein Ernst jetzt? Ja, also die Verteidigung ist natürlich on fly, muss man sagen. Hat jetzt die krasseste Verteidigung aus dem gesamten Team. Innen natürlich komplett für den Arsch. Aber hey, zumindest besser als, ja, ihr wisst schon. In der letzten Folge könnten wir endlich dieses ekelhafte Habitat weiterentwickeln. Und ich bin relativ zufrieden mit dem Resultat hier. Feuerflamme ist nun endlich ein cleanes Pflanzen-Pokémon, nämlich Tentantel. Teilweise gut, weil der Stahltyp bei Tentantel hat eine Vielfachschwäche für Feuer-Pokémon gegeben. Jedoch haben wir das umgekehrte Problem bei Kira mit dem Wassertypen. Ich werde einfach mal wieder Kira nach vorne tun, weil ich glaube, sie braucht einfach das Training am meisten von allen. Wir sind alle jetzt so halbwegs gleich auf, Level 17 bis 22. Und Kira ist somit am lauesten besetzt und am neuesten. Und ich glaube, sie ist relativ stark, deswegen nehmen wir sie einfach mal. Vor allem vom Speed her gefällt mir Kira mit am meisten, da Kira einfach den übertriebensten Speed hat, da sie halt in der Speedform von Deoxys ist. Ergibt halt Sinn, ne? Speed, Speedform. Scheint ja Sinn zu ergeben und, ja, Tracy ist der nächste Tri-Captain, den wir hier aufsuchen müssen. Mit dem Pokémobil für Lapras können wir jetzt auch über dieses Wasser hier gleiten. Sowas in der Art wie Surfer, Leute. Natürlich direkt mal einstellen hier Lapras. Und dann direkt mal let's go. Können uns direkt mal hier um den Trainer kümmern. Nice. Mal sehen, was der so alles am Start hat. Ein Angler. Hatten wir schon mal gegen Angler gekämpft? Ich glaube noch nicht, ne? Oh, er hat einen Apra. Nice. Frage ist nur, was wird sein Apra so einsetzen? Ich habe keinen Plan. Wir hauen einfach mal mit Juwelenkraft drauf, das ist die stärkste Attacke plus Step, die wir hier haben. Und mal sehen, vielleicht hittet sie ja effektiv. Na, leider nicht, aber trotzdem sehr krasser Hit. Versuchen wir es einfach mal mit Aquaknarre, vielleicht bringt die ja was. Nee, die bringt gar nichts. Und er überlebt einfach, was? Vielleicht ist er ja ein Pflanzen-Pokémon, kann ja sein. Versuchen wir es einfach mal mit Einäschern. Auch fehl am Platz, was? Ist er vielleicht ein Wasser-Pokémon? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall sehr komischer Typ, er hält Wasserattacken, Feuerattacken aus, könnte auf jeden Fall Pflanzenpoke sein. Ich meine natürlich Wasserpoke. Oh, und da gehen die ganzen Loserdienst runter. Aber wir haben natürlich hier noch ein Poke, was wir besiegen müssen. Oh, das ist ein Filino. Ist das nicht sogar gescriptet? What the fuck? Ich habe auf jeden Fall keinen Plan, warum jetzt ein Filino rauskommt. Ich glaube, das müsste eigentlich sogar schon so sein. Auf jeden Fall passt das perfekt auf diesen Platz hier, weil Wasser-Pokémon, also ich schätze mal, dass es jetzt kein Wasser-Pokémon mehr ist, wenn hier eine Feuerattacke effektiv trifft, aber hey, es passt auf jeden Fall auf diesen Platz hier. Ja, Tracy freut sich natürlich darüber, dass wir das hier so gut gemeistert haben und schickt uns natürlich direkt runter zur nächsten Ebene. Vorher haben wir natürlich ein paar Pokémon, wir werden aber erst hier Pokémon fangen, wenn die Challenge zu Ende ist, also die Mission, die wir hier haben. Rabigato ist aber schon ein nices Poke, vielleicht können wir das ja easy besiegen. Versuchen wir es einfach mal mit Einäschern, vielleicht bringt das ja was. Es geht, nicht so sehr. Und Juwelenkraft, vielleicht bringt das ja was? Es geht, es macht auf jeden Fall mehr Damage. Kreuzdollar, was ist das denn? Gut, dass wir von Elektroattacken nicht effektiv gehittet werden. Macht trotzdem sehr viel Damage. Aber Juwelenkraft sollte ausreichen. Ich hoffe es zumindest mal, wenn es jetzt nämlich überlebt, sind wir am Arsch. Ne, es überlebt nicht, natürlich. Puh, Glück gehabt, Leute. Da haben wir aber mal sehr viel Glück gehabt, Leute, ey. Ey, die Tränke gehen mittlerweile auch aus, das geht gar nicht klar. Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir da runtergehen, nochmal eben kurz auffallen und Tränke holen, Leute. Und jetzt haben wir nochmal im Wasser einen kleinen Gegner, der gegen uns kämpfen will. Oh, wieder Rabigator. Ja gut, also ist jetzt nicht das Krasseste. Ich habe jetzt übrigens vergessen, mir Items zu kaufen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur daran gedacht, aufzuheilen und Items zu kaufen, dass ich einfach mal gepeilt habe, Items zu kaufen. Das ist ja mal Abgesang. Okay, ja, wir fliehen mal lieber. Puh, ey, ich habe keinen Bock auf Abgesang und Deoxys ist tot. Das wäre ja nicht so geil. Beleber. Oh, kann man nicht einfach Tränke oder sowas hinterherwerfen? Das ist ja viel besser. Ich habe echt keinen Bock, dass wir jetzt auch gleich krepieren oder so, ey. Ein Galapafloss, wie nice. Die Weiterentwicklung von diesem Poke ist übertrieben geil. Das fängt sich aber jetzt mal eine Juwelenkraft, die sich gefressen hat. Also ich hoffe es zumindest mal. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Oh ja, nice, das ist effektiv geil. Und das heißt Level Up für Kira, oder? Ja, nice. Ziemlich geil. Somit passt sich Kira jetzt schon von, ich glaube Level 13 war es, auf Level 18 an, also sie kommt immer näher und näher an die anderen Level ran, finde ich gut. Es ist echt ein gutes Karma derzeit, was ich bei Kira habe. Bei den vorherigen Kiras war es ja nicht so, dass sie übertrieben gute Leistungen geleistet hat. Ja, leider nicht, also, aber derzeit macht es sich echt gut. Ein Schaloko. Ich bin gespannt, ob wir mit Kira die Inselprüfung bestreiten können, das wäre auf jeden Fall ziemlich geil.
Wenn sie das Insel-Hertha-Pokémon hier besiegen könnte, wäre es auf jeden Fall richtig geil. Also, würde ich feiern, würde ich auch Kira mal gönnen, nachdem sie jetzt zweimal so schnell kapiert ist. Okay, Härtner, also Chaluco hat echt eine Attacke, die es mal wirklich einsetzen kann. Und es ruft um Hilfe, als ob. Und es kommt ein Wampel, als ob. Als ob einfach ein Wampel kommt. Ich dachte, das wäre auch gerandomized. Es sittet einfach beide effektiv. Wie geil ist das denn? Wie nice. Alter, das war echt richtig geil. Da unten müsste dann auch schon der Inselherrscher sein. Also das Herrscher-Pokémon. Genau, das meine ich. Das verwechsel ich immer noch so ein bisschen. Ich bin immer noch auf den Arenen und Arena-Leiter-Trip hängen geblieben. Sorry, Entschuldigung. Aber es ist ja hier das Herrscher-Pokémon, was auf uns wartet. Können wir eigentlich... Ja, wir können gegen dich kämpfen. Dann machen wir das auch mal direkt hier. Ich hatte nämlich Bock, Kira noch ein bisschen weiter zu trainieren, Leute. Das läuft gerade so gut, da muss man echt dranbleiben. Mit zwei Pokémon kommt der Angler also. Ein Felino mal wieder, als ob. In Shiny, nice. Alter, was ist da alles effektiv gegen? Krass, erstmal Juwelenkraft wieder einsetzen. Nice. Okay, Pichu. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Auch Shiny, was? Als ob er einfach zwei Shiny-Pokémon hat. Übertreib direkt, Bruder. Wir haben so lange kein Shiny-Pokémon mehr gehabt hier. Und jetzt kommen einfach zwei Shiny-Pokémon an, die beide gegen Juwelenkraft sehr effektiv gehittet werden. Also, das ist echt krass. Was zur Hölle? Cooler Angler auf jeden Fall. Der muss echt Glück haben bei seinen Angelversuchen hier. Angelt sich einfach nur Shinies an. Wow, sie redet immer noch von dem scheiß legendären Pokémon Kyogre. Es ist eh kein Kyogre. Wenn es ein Kyogre wäre, ich würde das so abfeiern. Aber es wird hundertprozentig kein Kyogre sein, was da unten auf uns wartet. Leider. Es hat mich im Let's Play schon abgefuckt von Pokémon Mod, also im normalen Let's Play. Warum sagt sie Kyogre will uns verarschen? Kyogre, damit macht man keinen Spaß, ne? Das ist realer Shit, damit macht man keinen Spaß. So, wir schauen mal direkt, was da auf uns wartet für ein Herrscher-Pokémon. Donner und Blitz, ja, geil. Was bekommen wir hier für ein Herrscher-Pokémon? Komm, zeig dich, Bruder, zeig dich! Ja, Loser dient in der Schulform, aber das wird es ja nicht sein, Leute. Ihr wisst ja, es wird ein anderes Poke sein. Es ist ein... Was zur Hölle? Ein Fluffeluff. Das ist unglaublich, ey. Ja, ich bin gespannt, wie viel Schläge du aushalten wirst. Okay, es ist Level 20, übertreib direkt, ey. Also, Feuertanken können wir echt nicht einsetzen hier. Das wäre echt dumm. Und, Alter, es ist ein One-Hit! Es ist einfach ein One-Hit! Als ob das halt einfach ein One-Hit war. Alter, Kira, gönn dir hart. Also, das war jetzt auf jeden Fall mal die krasseste Inselprüfung ever. Nicht. War ja auch gerade mal unsere zweite hier in diesem Let's Play, oder? Also, soweit ich mich erinnern kann, war das jetzt unsere zweite. Aber die dritte und vierte sind ja auch nah beieinander, deswegen, das dauert gar nicht mehr lange. Ich glaube, so in jedem dritten Part können wir jetzt eine neue Inselprüfung machen. Ja, und jetzt kriegen wir hier die Inselwanderschaftskristalle. Also, das ist der Z-Kristall von Typen Wasser. Ne, sollte ja Sinn ergeben. Wegen der Wasserprüfung hier halt, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. Jetzt zeigst du auch einen coolen Move hier. Auch ziemlich geil. Komm, Tracy, zeig uns mehr. Tanz ein bisschen Hula-Hula-Hoop. Also das war jetzt echt, ich will es nicht enttäuschend nennen, aber doch, es war enttäuschend, ja. Ich hätte mir echt mehr vorgestellt unter diesem Kampf hier, aber okay, dann halt eher nicht. Aber hey, sie bringt uns sofort zum Pokémon Center, was ziemlich nice ist, weil wir ja eh noch einkaufen müssen. Alter, unser Kira hat einfach das erste Pokémon ge-one-hitted. Ge-one-hitted, das war nicht mal sehr effektiv. Kein Crit, nicht sehr effektiv, was zur Hölle? Ah, perfekt, erstmal ein paar Supertränke hier kaufen. Muss sein, Leute, muss sein. Und auch ein paar Bälle. Wir brauchen wieder Bälle, Leute. Alles muss parat sein, Leute. Alles muss parat sein. So, alle Einkäufe getätigt. Dann heilen wir nochmal kurz auf, Leute. Also das war echt ein interessanter Part. Wir haben einfach alles weggebumst heute. Heute haben wir mal richtig viel Glück. Muss man echt mal sagen. Und ich glaube, das habe ich auch verdient nach den letzten Kack-Parts, die wir immer hatten. Also das freut mich auch, dass wir heute Glück hatten. Gut, aber ich würde sagen, auch ein sehr guter Part muss mal enden, Leute. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, ciao. Und bleibt schön fruchtig, Leute. Alter, was laber ich für eine Scheiße, ey.